Hier ist das. Guten Abend, meine Damen und Herren. China will die Magnetschwebebahn Transrapid kaufen. Das deutsche Herstellerkonsortium erhielt nach eigenen Angaben von der chinesischen Seite eine entsprechende Zusage. Bis Ende 2003 soll die Magnetschwebebahn die Innenstadt und den Flughafen Shanghais verbinden. Die Vertragsunterzeichnung ist für morgen vorgesehen. Ein Transrapid-Sprecher bezeichnete die Einigung als Durchbruch für den Weltmarkt. Heftig umstritten und unzählige Male totgesagt, der Transrapid. Nun erwacht er zu neuem Leben, sein großer Durchbruch nämlich wartet jetzt in China. Hier in Shanghai soll der Magnetschwebezug die Innenstadt mit dem internationalen Flughafen verbinden. Vertreter von ThyssenKrupp und der Siemens AG handelten den Vertrag über die 30 Kilometer lange Strecke mit der chinesischen Regierung aus. Seit heute ist das Geschäft perfekt. Die Chinesen entdeckten im vergangenen Juli ihr Herz für den Superzug. Ministerpräsident Zhu Rongji besuchte die Transrapid-Teststrecke im Emsland. Seitdem laufen die Verhandlungen auf Hochtouren. Das Milliardengeschäft versetzt auch der Transrapid-Planung in Deutschland neuen Schwung. Wir geben eine vertiefte Machbarkeitsstudie in Auftrag. Das wird in Kürze geschehen. Und dann wird geprüft, ob entweder die Strecke des Flughafens Münchens in die Münchner Innenstadt oder eben der Metrorapid hier in Nordrhein-Westfalen von Düsseldorf nach Dortmund dann eben realisierbar ist. Ich denke mir, dass die Tatsache, dass der Transrapid bis 2003 in China gebaut wird, mit Sicherheit auch ein Stück Technologieerkenntnisgewinn auch für deutsche Projekte bieten kann. Für die Chinesen ist die Transrapid-Strecke in Shanghai eine Art Test. Schon in 3 Jahren will man dort über eine Verlängerung nachdenken. Diskutiert wird bereits die 1300 Kilometer lange Strecke Shanghai-Peking. Gute Aussichten für die Deutschen. Allein am Produktionsstandort Thyssen in Kassel sichert der Auftrag Hunderte von Arbeitsplätzen. Verteidigungsminister Scharping hat seine Auffassung bekräftigt, wonach von der umstrittenen urangehärteten Munition nur geringe Gefahr ausgehe. Das Strahlenrisiko sei zu vernachlässigen und auch die Risiken durch Uranstaub seien gut beherrschbar, sagte Scharping bei einem Besuch der deutschen KFOR-Truppe im Kosovo. Im Rahmen seiner Balkanreise ließ er sich dort über Messungen an Geschossresten informieren. Wieder sind Wissenschaftler im Kosovo unterwegs, wieder werden Bodenproben entnommen. Liegen gebliebene Schrapnells eingepackt. Balkansyndrom. Die Frage, welche Gefahr geht von Munition mit abgereichertem Uran aus? Im Kosovo gibt es derzeit viele Probleme. Der Truppenbesuch des Verteidigungsministers heute war freilich ausgefüllt mit einem einzigen, der Gefahr von Uranmunition. Obwohl die Wissenschaftler des Institutes für Strahlenschutz diese Gefahr nahe Null einschätzen, bleiben Zweifel. Besonders seit bekannt ist, dass auch Plutonium im Spiel sein könnte. Wir untersuchen das zurzeit und ich hoffe, dass wir zusätzliche Informationen auch aus den USA bekommen. Ich bin gegen Spekulationen, aber für ein sehr konsequentes und rasches Aufklären des Verdachtes. Vorwürfen, dass die im Kosovo eingesetzten Soldaten über die Gefahr nur unzureichend informiert wurden, versucht die Bundeswehrführung entgegenzutreten. Einer der Soldaten des ersten Kontingentes. Genaue Informationen haben wir dann bekommen, als wir am 10. Juni, meine ich, wäre es gewesen, den Befehl für den Marsch über Albanien in den Kosovo bekamen. Dort hat der Kompaniechef nochmal darauf hingewiesen, dass diese Munition hier eingesetzt wurde. Die in Deutschland andauernde Diskussion über Uranmunition, so Scharping heute, werde zum Teil von Medien geführt, denen es mehr um Sensation als um Informationen gehe. Amtsantritt hat der neue amerikanische Präsident Bush mehrere erst kürzlich erlassene Verordnungen seines Vorgängers Clinton außer Kraft gesetzt, darunter auch Umweltrichtlinien. Nach der Vereidigung standen aber zunächst gesellschaftliche Verpflichtungen auf dem Programm. 9 Bälle, fast 50.000 Gäste und eine Erkenntnis. Wo auch immer die Talente des George W. Bush liegen mögen, ein Tänzer ist er nicht. 30 Sekunden pro Ball hatte er den Kameras versprochen und ersparte seiner Gattin jede Verlängerung. Ich hoffe, dass Amerikas alte Tugenden wieder zur Geltung kommen. Familie, Treue und Ehrlichkeit. Für die nun wieder Einflussreichen sind diese Bälle Gelegenheit, die Reihen zu schließen. In überfüllten Sälen bei Bier und Champagner feiert Amerikas konservative Hälfte ihren Triumph. Die Rechten sind wieder wehr. Aber es ist mehr als das. Nur 8 Jahre nach einer demütigenden Niederlage rächt der Sohn des damals Geschlagenen den Vater. Das ist vor allem eine tolle amerikanische Geschichte.
Als der Ball zu Ende ging, war der Präsident längst im Bett. Eine Stunde früher als geplant. Das hat es in den Clinton-Jahren nie gegeben. Den ersten Amtstag begann George Bush heute mit einer Messe. Das ist Tradition, aber auch ein Zeichen. Religiöse Gemeinschaften sollen bei ihm mehr Einfluss auf Amerikas Sozialpolitik bekommen. Bushs erste Amtshandlung war es, die letzte von Bill Clinton rückgängig zu machen. Richtlinien zu Krankenversicherung und Umweltschutz. Ein neuer Mann bestimmt die Richtung. Der Streit um das havarierte britische Atom-U-Boot Tireless spitzt sich zu. Es liegt seit 8 Monaten nach einem Schaden am Kühlsystem manövrierunfähig im Hafen von Gibraltar, das zu Großbritannien gehört. Immer mehr Bewohner der Region fürchten einen Strahlenunfall. Die spanische Zeitung El País berichtete heute von einem Geheimplan der britischen Regierung. Der Bericht der seriösen spanischen Tageszeitung El País schlug ein wie eine Bombe. Bis spätestens zum 19. Mai schaffen die Engländer danach ihr havariertes Atom-U-Boot aus Gibraltar weg, ob repariert oder nicht. Das sei der Inhalt eines Geheimabkommens zwischen London und Madrid. Damit gestünden die Briten ein, dass sie nicht wissen, ob sie den Atomreaktor ihres U-Bootes wirklich reparieren können. Seit dem 19. Mai 2000 liegt die Tireless an der Mole von Gibraltar. Aufgetreten war der Störfall kurz vorher vor der Küste Siziliens. Warum das U-Boot nicht auf eine NATO-Basis in Italien gebracht wurde, sondern ins fast 2000 Kilometer entfernte Gibraltar, das bot Anlass zu Spekulationen. Die Wahrheit werde zu Grabe getragen, meinten gestern im andalusischen Algeciras 50.000 Demonstranten. Die Region grenzt direkt ans britische Gibraltar. In Spaniens Süden fürchtet man atomare Verstrahlung. Spaniens konservative Regierung attackierte heute die Demonstranten, gerät aber immer stärker unter Druck. Denn ursprünglich sollte die Reparatur morgen beginnen, nachdem sie 8 Monate lang immer wieder verschoben worden war. Dann wurde auch dieser Termin kurzfristig wieder zurückgezogen, Hinweis auf ungelöste Probleme. Auch Greenpeace hat kürzlich spektakulär auf die Hängepartie um das Atom-U-Boot aufmerksam gemacht und rabiate Reaktionen ausgelöst. Die Umweltschützer fordern den sofortigen Abtransport der Tireless nach England. London dagegen sieht in dem abgeschalteten Reaktor nach wie vor keine Gefahr.